liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh, wir haben eine Aufgabe da unten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Prime, wenn ich sage. Was für ein Käfig? Ach, da unten. Okay, warte mal, kriege ich das irgendwie? Jawohl. Wir haben ein Tier zu befreien. Uiuiui, die sind aber aggressiv ohne Ende. Hei, jei, 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 jei. Was hab ich denn jetzt? Ja, ich bin tot. Was ist denn jetzt wieder passiert, Alter? Oh, das geht doch schon wieder gut los in dieser Folge hier. So. War was? Ich meine, ich erwarte das jetzt. Okay. Er mag es nicht. Gut. Was haben wir hier? Also, irgendwie. Headshot. Willst du mich jetzt verarschen? Hey! Ah, von mir. Oh, Alter, was wollt ihr mal hier? Was wollt ihr eigentlich von mir? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Mammut sehr aggressiv heute sind. Ich habe schlecht geschlafen. So, eigentlich war ein anderer Plan. So, wir müssen. Was müssen wir denn machen überhaupt? Weil ich, wenn ich ehrlich bin, überlege gerade, was wir machen könnten. Hier ist ein Lichtfeuer. Leuchtfeuer. Ja, ich bin. Ja, wir machen das hier. Wenn ich ehrlich bin, wir können ja hier hochgehen dann irgendwann. Das heißt, wir werden uns jetzt langsam mal dahin begeben. So, komm. Das sind ja nur 400 Meter, also 400 Schritte. Und meiner Meinung nach sollten wir auch tierisch hier rauskommen. Weil, ja gut, solange wir die jetzt nicht ärgern. Ah, ich hab das Leuchtfeuer schon gefunden.
Wir gehen nämlich da jetzt hoch. Was ist das? Den Bienenschwarm mal mit, den könnte man nämlich. So, mir ist es jetzt gerade egal. Ja, kalt, kalt, ich weiß. Aber komm, da komme ich nicht hoch, ne? Scheiße. Ich will mich das Leuchtfeuer da jetzt holen. Beziehungsweise es ist gar kein Leuchtfeuer, es ist ja eigentlich eher ein Au ist es ein Außenposten oder ist es tatsächlich Leuchtfeuer? Ne, es ist ja Schneeschwalder-Außenposten. Okay. Also, es ist ein weiterer Außenposten. Weg. Oh, das war eigentlich keine Absicht. Aber es funktioniert. Wir machen das anders. Wir machen das mit der Eule. Also ich will mir zumindest mal angucken, was überhaupt da noch so zu finden ist. Ein paar Leute sind da. Den will ich mir zumindest mal eben ohne Volumen wegstecken. Ich befürchte, dass wir jetzt gesehen werden. Scheiße. Der ist tot. Ich hoffe, dass meine Raubkatze. So. Ich muss wieder neue Pfeile machen, unbedingt. Ich habe so gar nicht mehr so viel. Wo ist meine Bestie? Warte mal, ich war doch hier gerade eben. Da. Ich hasse es, wenn man mich irgendwie angreift, unnötig. Und das war's. Den habe ich erst gar nicht gesehen, aber wir haben ihn geholt und wir haben den Außenposten erobert. Nummer 5 von 15. Also jetzt haben wir mittlerweile schon ein Drittel der Außenposten überhaupt erobert. Aber scheinbar ist da irgendwo noch ein Gegner. Ach so, das ist ja das Tier hier unten. Okay. Gut, dann lassen wir den auch drin, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir uns ja nicht unnötig mit ihm abgeben. Gute, sie haben Hartholz überall, alle dabei, das ist das Gute. Tierfett. Das ist gut. Da. Hartholz, Hartholz und ein Holzpfeil, das ist immer sehr gut. Weil das nehmen wir ja natürlich sehr gerne mit. Tierhaut haben wir dabei. Und ein Holzpfeil.
Nehmen wir den noch mit. Und halt, ist auch wieder Hartholz. So. Okay. Und da ich den jetzt abgearbeitet habe, hier oben in der Höhlenmission, was haben wir hier oben noch? Ein unbekannter Ort, ein Lagerfeuer. Und ein... Wenn hier, oh, wir könnten jetzt aber tatsächlich auch langsam mal hier hingehen. Das war der Plan jetzt eigentlich, der Sache. So, gut, dann machen wir uns mal auf da hoch, weil wenn ich ehrlich bin, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben ein paar Minuten noch erst gemacht, also haben alles noch im Griff. Hartholz, immer gut. Achso, du bist da jetzt gerade die Jungs am Jagen. Okay, alles gut. Was ist denn hier drin? Das ist nur ein Wolf, okay. So, da oben geht's weiter mit 266 Schritten, dann jagen wir. Warte mal, die Frage ist, kommen wir da ohne. Oh, ich komme da nicht hoch. Gibt's da überhaupt einen Weg hoch? Im Direkten scheinbar nicht, ne? Oder doch? Moment. Da kommt scheint es auch einen direkten Weg zu geben. Ich kann mich gerade mal wieder an dem Lagerfeuer wärmen. Jetzt hier weiter hier hoch. Ich vermute, solange wir die Mammuts in Ruhe lassen, ist das scheißegal. Lagerfeuer ist, dass wir zwischendurch mal wieder ein bisschen wärmen können. Na, leck mich doch. Die haben sich ja nur verzogen. Und wir müssen wieder wärmen. Moment. Gut. Jetzt ist es gerade aktuell nicht mehr kalt. Ja, weg. Oh, ich komme nicht raus. Da oben ist das Ding. Okay.
So, ich nutze gerade hier die Chance, um wieder ein bisschen zu wärmen. Wir laufen jetzt quasi zum nächsten Punkt, um den Itzelav-Häuptling. Großes da war. Bollwerk. Warte mal, was ist das für ein Ding jetzt gerade? Irgendwo dieses schwer bewachte Bollwerk der Udam und stelle den Befehl zu haben. Okay, wir müssen den. Gut, das wird alles anders einfach werden, das ist klar. Warte mal, ich ziehe mich gerade mal kurz ein bisschen zurück, weil wir müssen ja gucken, dass wir uns das ganze Ding mal ein bisschen näher angucken. Ich würde mir den einen gerne wegsnacken hier. Moment, wo war der? Krieg ich den nicht weggeholt? Ich hole mir mal den gerade. Ist vor der, aber... Das habe ich jetzt natürlich nicht gehofft. Geh weg. Ah. Ich muss sie könnte komplett auch ihn nochmal neu heilen. Das ging jetzt natürlich doch sehr schnell. Oh, wer weiß, war mir klar, ey. Du kannst nichts machen, weil die direkt auf dich draufgehen mit 3.000 bis 5.000 Mann. Na gut, das ist schwer bewacht, ne? Sie haben mir nur meine Weste weggekriegt. Na gut, es war nicht, war klar irgendwie. Habe ich das Gefühl gehabt, wir haben gesehen. Und ich habe kaum noch Dings. Pfeile. Warte, wo war der? Jetzt. Yeah.
So. Gut, aber den nächsten Teil würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann versuchen wir das Ding mal zu erobern. Ich hoffe, dass wir es irgendwie auf die Reihe kriegen. Weil ich stark. Wir müssen unbedingt noch. Ja, wir müssen das Ding holen. Irgendwie würde ich das gerne. Dann den oberen Befehlshaber. Bis dann und tschüss.